Endlich kam alleine nach vorn, ab jetzt erübrigt sich für Deutschland jedes weitere Wort. Von wegen, angeblich wollen wir hier Nazis beschränken. Jeder sieht, wie sie Nazi-Gegner staatlich bekämpfen. Und Tim ist da nur die Spitze des Eisbergs. Unser Recht auf Widerstand ist offensichtlich ein Scheißwert. Keiner, der jemals Faschos echt bekämpft hat, glaubt, dass deren Weltbild sich nur ein Stück verändert. Wenn ein paar Bürger eine Bratwurst essen, Kilometer weit von dem Ort, wo sich die Nazis treffen. Und wenn wir dann eine Blockade setzen, siehst du die Parteien, wie sie munter ihren Staat einsetzen. Ha! Extremismus-Theorie. Diese Linken sind doch auch alle Faschisten in Zivil. In Geschichte hörst du nie IG-Farben oder Thyssen. Und deswegen haben Richter ein moralisches Gewissen, wenn sie bei Tim nur so tun, als ob sie Fakten hätten, aber ignorieren, wenn Verfassungsschützer Akten schreddern. Und normal hätten wir das gar nicht mitgekriegt. Es ist nur so lang witzig, bis es nicht mehr witzig ist. Haftstrafen von 22 Monaten für vielleicht kurz einmal ein Megafon tragen. Geht's noch? Das ist ein Versuch, uns einzuschüchtern. Bei dem ist so mehr, geht er zum Diegel. Gesinnung eines Richters. Es geht um das Recht, hier weiter Nein zu sagen, wenn zu viele tun, als wären sie blinde Stumme, kein Ohrhasen. Deutschland hat zu viele Schweiger wie Till und zu viele Richter tippen nur mal leider wie Schill. Überleg mal, bleibst du weiterhin still? Geht das hier in eine Richtung, die du keinesfalls willst? Jetzt ist die Zeit, gemeinsam schreien macht Sinn und alles Nötige tun für einen Freispruch für Tim.